Ja, wie gesagt, meine Frau halt. Und Arschblick stellt die, ne? Beim Sex immer, da spricht sie immer von Vorspiel. Vorspiel. Ich hab gesagt, was heißt denn da Vorspiel? Ich hupe ja nicht eine halbe Stunde vor der Garage, bevor ich reinfahre. Und welche deine Probleme? Welche deine Probleme war ich dann beim Doktor gewesen? Und er hat gesagt, ah, da müssen wir sie untersuchen. Machen Sie mal Ihren Mund auf. Ah! Und er hat mir reingeguckt und hat gesagt, Sie haben ein hängendes Zäpfchen. Ich habe gesagt, sag bloß, das sieht man von da oben. Dann hat er so Holzspachtel genommen. Nein, geguckt und gesagt, Unhämorrhoide hätten sie. Ja, da habe ich die Hose runter, mich gebiegt und habe gesagt, können Sie mal hin und rein gucken, ob ich zersterbe? Im Hegstall noch 50 Mal. Ja, ich habe das daheim einer erzählt und sie hat gesagt, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Da müssen wir eine Terminlist machen. Noch 4 Wochen sagt sie, jetzt könnte man langsam mal anfangen. Dann habe ich gesagt, was heißt da mehr? Du stehst auf der Liste gar nicht drauf. Jo, ich wäre jetzt durch. Fertig. Wenn du da bist, hast du noch einer, ein Panzer. Ja, im Urlaub hat sich meine Frau da so neumodische Fetz drauf da. Jetzt String-Tanker. Da auch sie weiß noch gegangen. Oben so die nicht mehr ausgelegt. Die und den Strick nicht mehr gefunden. So, und jetzt haben wir noch eine Rakete für unseren Karl-Heinz. Stufe 1! Stufe 2 und Stufe 3. Radio, 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 Radio,